Das Salz in den Meeren wird ja von den Flüssen reingebracht. Macht es Sinn, eine ganze kleine Menge ins Aquarium zu bringen? Nein, macht es nicht. Du kannst Salzwasser nicht mit Flusswasser vergleichen. Ja, im Meer reichert sich das an, was am wenigsten gebraucht wird. Ja. Und Kochsalz, also Natriumchlorid, ist der Stoff, der tatsächlich von den Lebewesen am wenigsten verbraucht wird. Und das Natrium fällt nicht aus, ja, wie zum Beispiel Calcium und Magnesium. Es fällt einfach nicht aus. Es wird von keinem verbraucht. Also wird das in den Meeren mehr. Ja. Und deswegen enthält Meerwasser extrem viel Salz. Aber Salz ist jetzt speziell im Süßwasser, im Meerwasser haben sich die Tiere daran angepasst. Auch unser Blut zum Beispiel, ja, das ist, also das Blutplasma, das ist auch ähnlich zusammengesetzt wie Meerwasser, ja, so ein bisschen ähnlich. Und ja, ich sag mal so ein Ursuppe-Rest. Aber das, was wir wirklich am wenigsten brauchen, ist Natrium da drin. Ja. Natrium wird ein bisschen im Blut gebraucht, das ist schon wichtig, aber halt nur 0,9%. Und unsere Fische brauchen das nicht extra, ja. Also Natriumchlorid im Wasser bewirkt einfach nur osmotischen Stress bei den Tieren, weil das Natriumchlorid, also das Kochsalz, einfach die Zellen halt osmotisch stresst. Braucht kein Mensch oder brauchen die Tiere wirklich nur in Spuren. Und ansonsten hat das nichts Gutes. Ja, ich meine, Salz wird ja auch häufig angewendet, um irgendwelche Krankheiten zu unterdrücken. Daran merkt man ja schon eigentlich, dass das Salz eigentlich eher ein Stoff ist, der was abtötet und nicht der was Positives bewirkt. Ja. Außer wenn man dieses Abtöten als Positives ansieht.